Ja, hallo, grüß euch nochmal. Sorry, mir ist hier gerade ein bisschen kalt. Aber sagte ich nicht, dass wir dringend lernen sollten, unsere Energieströmung zu kontrollieren? Seht ihr, alles findet seinen Weg zu dem, was mit ihm identisch ist. Und nun lese ich doch, dass es ein Eklat gegeben hat oder irgendwie was, dass da wohl irgendjemand eine tolle Idee hatte. Alle investieren nur einen winzigen Teil, was weiß ich, 200 € oder sowas. Und dann bekommt er nach 2, 3 Tagen immer so gepflegt, was weiß ich, 100, 2000 €, was auch immer, immer auf sein Konto. Das setzt eine Maschinerie in Gang, um die er sich gar nicht groß kümmern muss, aber immer wieder kommen da Tausende von Euro auf sein Konto. Und das wollte er der breiten Masse bekannt geben, das wollte er einer breiten Masse zugänglich machen. Also praktisch ein ganzes Volk tut nichts, aber jeder bekommt dann Tausende von Euro auf sein Konto. Nachtigall, die könnte trapsen. Was kommt denn als nächstes? Die Inflation. Wir haben jetzt schon mit einer steigenden Inflation zu kämpfen und es würde also, wenn sich so etwas durchsetzen würde, wo praktisch keiner was tun muss, aber jeder Tausende von Euro, dann können wir uns wohl an einer Hand abzählen, wohin das Ganze führt. Nun sagte ich aber auch, nicht nur Geld findet immer seinen Weg. Praktisch alles, was du dir wünschst, findet dann seinen Weg zu dir, solltest du eine Empfänglichkeit dafür haben. Nun sagte ich aber auch, allmählich fühle ich das Licht in mir aufsteigen. Das heißt also, ich fühle immer mehr, dass das, was ich wirklich haben will, kommt zu mir und das ist auch bei mir. Und es erhebt mich immer. Ich fühle geradezu das Licht in mir aufsteigen. Und siehe da, Probleme und Sorgen und Ängste und Nöte haben einfach keinen Platz, keinen Raum mehr in mir. Keinen Raum. War das mit der Einsteinschen Relativitätstheorie nicht eine Theorie, die Zeit und Raum umfasste? Ist es nicht an dir, deine Zeit dem Raum zu geben, den du erfüllst? Ich meine, wir können das Ganze sehr kompliziert machen, wenn wir das gerne wollen. Wir können sicherlich alles einfach, wir können das alles nachrechnen. Wir können prima Gedankenmodelle hier ins Leben rufen. Ja, aber es bleibt dabei. Das, womit du dich beschäftigst, findet seinen Weg zu dir. Also wenn du deine Gedanken anreicherst mit Freude und Glück und Schönheit und alles, und wenn du auch nur deine Gedanken darum kreisen lässt, findet genau das seinen Weg zu dir. Das ist eine etwas verblüffende Erkenntnis, aber sie hat bereits Bestätigung erfahren. Wir finden sie in alten Schriften genauso wie in neuen. Es ist im Prinzip ja auch nichts Neues. Es ist im Prinzip immer dasselbe. Wir konzentrieren uns auf etwas und dann findet das, worauf wir uns konzentrieren, seinen Weg zu uns. Und das ist der Moment, wo ich, sagen wir mal, mit Herrn Lauterbach nicht tauschen möchte. Nun hatte ich vor meinem letzten Stream etwas vom Froschkönig erzählt und ich finde das eigentlich interessant, denn die Prinzessin klatschte ihren Frosch an die Wand, voller Wut und voller Zorn. Und das erinnert mich aber eher an einen Ehestreit. Also ich hatte es in meinem letzten Stream erzählt, ich erzähle es nochmal, weil es einfach zu drollig ist. Weil es zu drollig ist, dass wir da immer noch nicht hintergekommen sind. Also die Prinzessin, die immer wieder ihre goldene Kugel dann in die Luft schmeißt und sie dann wieder auffängt. Was ist das denn anderes als unser Bewusstsein? Wir wissen also, wir sind helles Licht, das wissen wir. Und jetzt verjökeln wir das auch sehr oft, das heißt, wir spielen immer mehr damit. Wir verlieren uns immer mehr in etwas. Und auf einmal haben wir ganz vergessen, woher wir eigentlich kommen und was wir eigentlich ganz genau denken, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Und dass das, was uns beschäftigt, uns allmählich auffressen wird, wenn wir da nicht rechtzeitig einen Riegel vorschieben und nicht rechtzeitig uns erinnern, wo wir eigentlich ganz genau herkommen und was wir eigentlich ganz genau sind. Licht! Was findest du denn hier vor? Tand, Tricks, Special Effects, Platzpatronen.
Träume können sehr schnell zerplatzen. Unsere Realität aber auch. Der Millionär, der sich arm schärfen legt und am nächsten Morgen alles verloren hat. Und vor 100 Jahren ist genau das passiert. Als die Inflation so gigantisch war. Und das ist jetzt 100 Jahre her. Da hatten welche, die waren Millionäre. Und auf einmal waren es auch die Bettler und die haben angefangen, die Geldscheine anzuzünden, um sich zu wärmen, weil sie mit ihren 5 Millionen Dollar oder 5 Millionen Mark oder 100 Millionen Reichsmark nichts mehr anfangen konnten. Nicht mal ein Streichholz hätten sie dafür kriegen können. Und das wundert euch nicht, dass sich das hier wiederholt? Geschichte wiederholt sich immer, weil unsere Gedanken sich wiederholen. Zurück zu unserem Froschkönig. Die Prinzessin, die ja so wonniglich immer ihre goldene Kugel, sprich ihr eigenes Bewusstsein, mit diesem eigenen Bewusstsein spielt, denn sie ist eine Prinzessin, sie weiß es, sie hat einfach alles. Und genau damit spielt sie jetzt. Fängt es mal wieder auf und auf einmal kullert diese blöde Kugel irgendwie in einen doch ziemlich garstig dunklen Teich. Und darauf steigt ein Frosch aus einem, der auch nicht gerade sehr hübsch aussieht. Und bietet ihr jetzt etwas an. Und sagt, kann, okay, ich hol sie dir wieder. Aber dann möchte ich auch mit dir ins Bett. Ja. Diese Geschichte habe ich gerade schon mal erzählt, aber ich möchte sie diesmal dir erzählen, so, dass du das begreifst, dass es was mit deinem Bewusstsein zu tun hat. Und dass du begreifst, dass es was mit dir selber zu tun hat. Denn diesen Handel gehst du ein. Du bist die Prinzessin, die da mit ihrem Bewusstsein gespielt hat. Und wenn du ein Mann in mittleren Jahren bist, dann interessiert das ehrlich gesagt überhaupt nicht, denn auch du spielst ja andauernd mit deinem Bewusstsein. Und hast längst vergessen, dass du aus dem Licht ja kommst und dass du aus genau der Kraft kommst, in der sich die Probleme prompt auflösen, weil du sie mit deinen Gedanken ja nicht bereicherst. Na, das haben wir allerdings vergessen. Ja, vielleicht sollten wir das Bewusstsein wieder kriegen. Okay, zurück. Also nochmal. Die Prinzessin will aber unbedingt ihre goldene Kugel wieder haben. Mit anderen Worten, sie möchte sich wieder an sich selbst erinnern. Sie möchte ihr Bewusstsein wieder zurückhaben. Als sie diesen garstigen Frosch gesehen hat, hat sie aber mal ganz genau gewusst, so bin ich ganz bestimmt nicht. Und so geht sie diesen Handel ein. Aber im Grunde genommen vollzieht sich was in ihr. Sie weiß wieder, wer sie ist. Und dass der Frosch ihr geholfen hat, sich daran wieder zu erinnern, ist eine Sache. Sie weiß wieder, wie sie ist und springt wieder nach Hause. Jetzt kommt aber der Frosch hinterhergetapst. Plitsch, platsch, plitsch, platsch und klopft wieder an die Tür. Hallo, ich bin's wieder. Die Kraft, die dir gezeigt hat, wer du eigentlich ganz genau bist. Und ich möchte das auch sein. Jetzt will ich mit dir ins Bett gehen. Das heißt, ich will mich mit dir wieder so verbinden, dass ich das wieder werden kann. Versinnbildlich wird das in dem Märchen dadurch, dass der Frosch ihr die goldene Kugel gegeben hat und sie ihm was weiß ich was versprochen hat, damit sie das durch, bis sie also diese Kugel da wieder kriegt. Und jetzt kommt er hinter ihr hergehüpft, was sie nicht freut. Keinem würde das freuen, mich freut sowas auch nicht. Wenn ich ganz genau weiß, dass da irgendwie irgendwas geklopft hat oder dass da irgendjemand irgendwas passiert hier, dann weiß ich genau, das ist der Frosch, der mir mal meine goldene Kugel, sprich mein Bewusstsein wieder gegeben hat. Und der wünscht jetzt sein Leben mit mir zu teilen. Oder der wünscht jetzt, dass ich mein Leben mit ihm teile. Und danach steht mir aber nicht der Sinn. Was passiert jetzt? Wir fangen an zu streiten. Und ich fange an, mein eigenes Bewusstsein zu behaupten. Und wenn derjenige es immer noch wagt, sich da mit mir da immer wieder sich da anzulegen und immer wieder mich in etwas hineinzubringen und reinzuzwängen, wo ich hin will, ja, was werde ich denn tun? Ich werde wütend, ich werde laut, ich werde schreien. Ich werde zornig. Und ich klatsche irgendwann diesen unsinnigen Wichter voller Zorn an die Wand. Im übertragenen Sinne. Denn ich hoffe nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dass es notwendig ist, sich damit irgendjemand einen Faustkampf zu liefern. Wirklich nicht. Aber das, was da im Froschkönig passiert ist, wird ja erzählt. Und es war früher waren es Geschichten für Erwachsene. Versinnbildlich genau das. Die Eheschreitereien, die Prügeleien, die Szenen. Dieses Gekreische, dieses Gejaule, dieses ewige Gefasel in irgendwelchen Talkrunden oder was weiß ich was, das ist genau das. Und jetzt kommt es darauf an, dass du diese Streitereien zum Anlass nimmst, dich zu erinnern, wer du eigentlich genau bist. Und wenn du jetzt wiederum irgendwelche Wichtelmännchen da vor deinem Auge hast
und ich wieder etwas belästigt, dann denke daran, dass das die Frösche sind, die dir früher einmal aber genau das, dein eigenes Bewusstsein dir mal wieder gegeben haben. Das heißt, sie rufen dir in Erinnerung, wer du eigentlich ganz genau bist. Und darum geht es. Nur darum ging es. Und dass ich meinen Pfeil hier wieder sehe. Und das ist wichtig, dass du das weißt. Lass dich um Himmels Willen nicht irritieren. Ich weiß, dass das gestern an der Tennisstar, der da im Gefängnis gesessen hat, dass der wohl auf irgendeinem tollen Sender, einem tollen Sendeplatz bekommen hat, wo er wahrscheinlich allen erzählt hat, wie schrecklich das im Gefängnis war. Ja, natürlich ist das Gefängnis schrecklich. Das ist ja nicht so wie beim Monopoly, wo wir ins Gefängnis müssen und jeder glücklich war, wenn er im Gefängnis saß, und dann musste er keine Miete bezahlen. Also, so ist das ja nun nicht. Also eigentlich ist das etwas, was wir wissen sollten. Wir müssen einfach wissen, was wir hier eigentlich in unserem Leben genau tun. Wir bekommen unser Bewusstsein wieder. Das heißt, du bekommst dein Bewusstsein wieder. Und jeder noch so unerfreuliche Zeitgenosse, erinnert dich, er ist der lächerliche Frosch, der dir sein eigenes Bewusstsein wiedergegeben hat. Mit dem du dich jetzt natürlich überhaupt nicht mehr abgeben willst. Und ins Bett willst du mit dem schon gar nicht. Und irgendwann klatscht ihn wirklich an die Wand. Vielleicht komme ich ja mal wieder irgendwann in die Nähe von Lauterbach und Co. und Lesch und Co. und was weiß ich was. Und vielleicht klatsche ich sie dann ja auch voller Wut an die Wand. Und sie werden wunderschöne Prinzen. Seine Frau wird es bedanken. Also, mehr sage ich dazu nicht. Ich will damit sagen, dass alles das, was mir entgegenkommt, die Frösche sind, von denen ich mich frei gemacht haben muss. Aber sie gaben mir auch mein Bewusstsein wieder, denn anhand dessen, so wie die sich aufführen, weiß ich genau, so will ich nicht sein und so bin ich auch nicht. Aber so war ich mal. Oh, okay. If the shoe fits weird. Auf der anderen Seite, there that comes and we wanna go home. Allmählich haben wir die Schnauze davon voll. Jetzt reicht's uns auch. Und irgendwann hat dann auch die Bilder von dem armen Kind, das so furchtbar hungert, hat dann auch ausgedient, indem, also dass wir uns dann einem Verhalten hingeben, was genau das ja erhalten würde. Seht ihr, ich kann natürlich Geld spenden, wenn ich unbedingt will, aber das Problem ist, dadurch ändern sich die Verhältnisse ja nun nicht. In dem Moment, wo ich anfange, ein System zu erhalten, was genau diese Elende hervorbringt, in dem Moment trage ich nicht nur an der Erhaltung des Systems bei, sondern ich bin auch immer wieder ein Teil davon. Fange ich also an, den Menschen eine Absage zu erteilen und zu sagen, nein, davon trenne ich mich absolut, weil meine Energieströmung geht in eine gänzlich andere Richtung. Und das ist weit davon entfernt, spirituelles oder geistiger Unsinn zu sein oder wenn mir dann immer erzählt wird, ja, das ist ja alles so Glaubenssache und Glauben kann man ja nicht ernst nehmen und Gott kann man ja sowieso nicht sehen und ach, was weiß ich. Nun, das sind, ehrlich gesagt, ist das genau das, was Marx gesagt hat, das ist Opium fürs Volk. Eure, ach so wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, euer Gefasel, das sei ja alles nur spiritueller Unsinn, ist genau das, was Marx behauptet hat. Es ist Opium für euer Volk. Mit anderen Worten, man muss euch nur gewaltig den Bauch pinseln. Ja, genau, erzählt den Leuten, wie wichtig die Wissenschaft ist. Erzählt es ihnen, wie wichtig das ist. Und wie wichtig das ist, sich gegen Corona impfen zu lassen. Und wie wichtig das ist, gegen Krankheiten zu kämpfen. Und dass es wichtig ist, dass ihr alles spendet. Und dass es wichtig ist, dass ihr auch ja dem Rat des Onkel Doktors folgt. Ja, genau, tut das. Und ihr werdet früher oder später in einer Klapsmühle enden, weil euer eigenes Bewusstsein dabei auf der Strecke bleibt. In der Natur sind alles Gifte. Auf die Dosierung kommt es an. Zu diesem Schluss kam Johann Wolfgang von Goethe schon, als er nämlich seinem Mephisto im zweiten Teil von Faust sagen ließ, auf die Mischung kommt es an. Etwas, was zu purem Gold werden kann, kann andererseits zu einem ekligen Dreckklumpen werden. Also es kommt immer drauf an. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es ist auch nicht alles Dreck, was dunkel ist. Also das weiß jeder Chemiker.
Fangen wir also an, uns damit auseinanderzusetzen, dass es unsere Gedanken sind, die unsere Energieströme lenken, und wir lenken unsere Energieströme immer genau dahin, wo wir hinwollen. Und dabei konzentrieren wir uns eben nicht mehr auf das, was wir nicht haben wollen. Warum sollte ich aber einen Streit mit irgendjemandem, den ich leiden kann, erpicht sein? Ach, da war ein Frosch, den ich mal irgendwann in die Wand geklatscht habe. Kleiner Augenblick mal eben. Ja, also, geht doch. Das ist etwas, was wir begreifen müssen. Denn daran liegt unsere Souveränität. Daran liegt auch unsere Autorität. Eine Fernsehpredigerin sagte, wenn wir, also wir Christen, sie ist ja Christin, und sie sagt dann also immer, ja, wir müssen zu Jesus Christus und sowas. Nicht, aber da haben die Christen ja auch eine große Verantwortung. Und das Erste, was ihr zu tun habt, ist immer wieder auf Knien vor Jesus Christus herumzurutschen. Nein. Meine Gedanken trinken die Kristallenergie, weil ich andauernd an Kristallenergie denke. Und ich denke andauernd daran, dass mein Licht hell ist. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich morgens aufwache. Und das Letzte, woran ich denke, wenn ich schlafen gehe. Und die Zeit dazwischen fülle ich dann ungefähr genauso aus. Ich denke das immer. Und ihr könnt mir eins glauben, wenn ich jemanden nicht leiden kann, will ich ihn nicht beeindrucken. Den klatsche ich wirklich an die Wand, innerlich jedenfalls. Das reicht ja. Ich muss mich ja nur von dem verabschieden. Der muss ja nicht bei mir bleiben, ganz im Gegenteil. Ich bin halt froh, wenn er weg ist. Aber eigentlich bewege ich mich von ihm weg. Und ich renne nicht hinter ihm her, um ihm immer wieder die Zunge rauszustrecken. Sondern, und ich fange auch nicht an, mit ihm zu prügeln. Ich sage ja, ich bewege mich von ihm weg. Und ich suche nichts auf, was ich nicht leiden kann. Darin liegt das. Wir haben ja hier die segensreiche Einrichtung der Frauenhäuser. Allerdings, so wie wir das angehen, ist das natürlich lächerlich. Denn so gehen die Frauen hin, bleiben noch 2 Monate da und sagen, ja, jetzt werde ich mich ganz doll wehren. Und dann nehme ich alle meinen Mut zusammen und sage, du, ich finde das aber nicht gut, dass du mich schlägst. Und patsch. Warum geht die auch immer wieder dahin? Weil sie noch etwas dahin ruft. Ja, gut, okay, mag sein. Aber sie muss nun mal, irgendwann muss sie begreifen, dass es hier um ihr eigenes Sein geht. Und dass er ihr immer wieder vor Augen führt, dass sie noch sehr mit ihm, mit dem prügelnden Ehegatten also, noch sehr mit ihm in einem Topf sitzt. Und denke daran, das, womit du dich beschäftigst, mit dem sitzt du in einem Topf. Und da kannst du dich auf den Kopf stellen. Das wird nicht anders sein. Denn du müsstest dich ja fragen, warum bist du überhaupt in der Nähe? Darum bringt dir viel Feind, nicht viel eher. Sagen wir mal, viel Feind überwunden, im Sinne von weggegangen sein, das bringt dir viel eher. Mit anderen Worten, viel Freude. Sehr viel Freude sogar, weil du dich damit nicht mehr auseinandersetzen musst. Dafür setzt du dich aber jetzt mit deinem Geist auseinander und jetzt fängst du an, ihn zu heilen. Und lässt von allem die Finger, was dich jemals verdunkelt hat. Ich gebe ja zu, dass das schwer zu schlucken ist am Anfang. Wenn wir so gelernt haben, doch bitte gegen alles anzukämpfen. Nur irgendwann hört das auf, weil ich es verlassen habe. Wenn ich etwas begegne, was ich nicht leiden kann, wie jetzt zum Beispiel eine kaputte Therme, wo der Boiler einfach nicht anspringt, ja gut, das nervt jetzt auch ein bisschen. Na gut, dann kommt nachher der Monteur, so hoffe ich es jedenfalls, und dann wird es wieder gut. Hoffen wir es mal. Aber ich beschäftige mich mit irgendwelchen Ärgerlichkeiten nicht länger als unbedingt notwendig. Und da weise immer wieder darauf hin, es gehört nicht mehr zu mir. Das war mal, aber es ist vorbei. Es ist vorbei, wenn ich es sage. Wenn ich es weiß. Man kann sich der andere auf den Kopf stellen. Wie wäre es, wenn wir das Leben so angehen? Auf diese Art und Weise wird vieles klarer. Und nun, viele Menschen arbeiten in der Flüchtlingshilfe. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen deren Sprache gelernt haben. Oder ob die Flüchtlinge sich dazu bequemt haben, der deutschen Sprache halbwegs zu folgen.
Es wäre günstig, wenn es Ihnen irgendjemand erklären könnte. Und viele haben hier Verwandte und die sprechen dann beide Sprachen. Ich wünschte mir, Sie würden anfangen, das Ihren Nächsten zu erklären. Unter anderem auch so, dass Sie sagen, so, und das eine sage ich dir, jetzt nicht mehr. Früher war ich mal so, heute nicht mehr. Und jetzt packe ich meine Koffer und bin verschwunden. Das ist eine Sache, die du mit dir selber abmachen musst. Und wenn immer dich noch etwas dahin ruft, denke gut daran. Weißt du auch, was dich da ruft? Und weißt du auch, was dir blüht, wenn du diesem Ruf folgst? Rufen werden die immer. Musst du diesem Beruf denn folgen? Nein, das musst du nicht. Du tust es nur. Und hast du dich jemals gefragt, warum eigentlich? Weil du noch für diese Rufe empfänglich bist. Musst du aber nicht mehr sein. Es ist eine Frage der eigenen Entscheidung. Ich habe viele, viele Psalmen gelesen und in wirklich mehreren taucht dieser Satz auf. Danke dem Herrn, denn er ist gut. Das bist du. Folge nicht den Götzen. Folge nicht denen, die da irgendwelche Standbilder von irgendetwas machen und die dann jetzt anbeten. Warum solltest du das tun? Warum solltest du jetzt anfangen, dich in irgendwas einlullen zu lassen, was dir angeblich irgendwas ganz Tolles beschert, während es anschließend nur etwas ist, was früher oder später sowieso platzt? Und das Problem ist nicht, dass es platzt. Das Problem ist, dass dich das mit voller Wucht erreicht. Deine Gedanken machen das aus dir, was du heute bist. Deine Gedanken machten das aus dir, was du heute bist. Und wie ich schon einmal gesagt habe, die Gedanken der Vergangenheit schlagen über dir zusammen und irgendwann findest du das auch als Zukunft vor. Es sei denn, du hast gegengesteuert. Benutze deinen freien Willen, benutze deinen Verstand, benutze dein ganzes Ich und benutze vor allen Dingen das, was du willst. Dein ganzes Sehen, dein ganzes Verlangen. Und knüpfe das nicht an irgendjemanden auf, von dem du glaubst, dass das nun gerade mal das Richtige war. Es muss es nicht gewesen sein. Versteht ist, dass du deine ganze Liebe, deine ganze Freude jemandem schenken möchtest. Du möchtest sie nämlich mit jemandem teilen. Suche sie also bitte nicht da, wo derjenige oder diejenige gar nicht dafür empfänglich ist. Ich habe mich sehr, sehr oft in meinem Leben verliebt in jemanden, der dafür gar nicht empfänglich war. Und umgekehrt war es auch so. Ja, okay, haben wir uns eben alle missverstanden, okay. Aber wenn ich ganz genau weiß, mein Licht erleuchtet meinen Geist und mein Licht erhält meine ganze Energieströmung und die laufen dann prompt genau dahin, wo ich sie auch hinhaben will, ja, dann warum soll ich mich dann pausenlos von irgendetwas irritieren lassen? Odysseus war dahingehend schon ganz klug. Der hatte doch diese Sirenen da singen hören, das heißt, er wollte sie hören. Aber er wusste auch, wenn man diesen Sirenen folgt, wenn man diesen herrlichen Gesängen folgt, dann landet man früher oder später ins Unglück, denn sie leiteten ja die Schiffe der Seefahrer fehl. Das heißt also, sie fielen da in eine entsetzliche Katastrophe. Odysseus wollte das aber unbedingt hören. Und jetzt hatte er seinen Mann gesagt, so verkleistert eure Ohren, sodass ihr nichts hören könnt. Mich aber bindet bitte an einen Mast und lasst mich auf keinen Fall los. Und er hörte diesen lieblichen Gesang der Sirenen. Und er wollte da unbedingt hin und schrie, ich will da hin und wollte sie da losreißen. Aber es ging ihm nicht, er hing ja festgebunden da am Mast. Seine Seefahrer konnten ihn sowieso nicht hören. Sie waren ja nun taub, und dann, als dann die Gefahr vorbei war, hat er zwar die Sirenen gehört, aber er konnte ihnen nicht folgen. So kommt mir das hier auch vor. Es wird euch so viel angepriesen, es wird euch so viel schmackhaft gemacht. Und ihr hört, das ist wirklich so, als würdet ihr die Sirenen heulen hören. Und nicht nur heulen, ganz im Gegenteil, als würdet ihr sie singen hören. Und da wollt ihr unbedingt hin, weil sich das so toll anhört. Aber das muss es ja gar nicht. Ihr habt euch nicht angesehen, wessen Ruf ihr eigentlich genau folgt. Gretchen stellte die Frage im Kerker.
weißt du auch, wen du befreist. Und bei allem, was du tust, frage dich, wer bin ich, dass ich hier den Weg nicht scheue? Dann weiß ich auch genau, wen ich hier nun ganz genau befreie. Das ist eine Frage des eigenen Willens, des eigenen Verstandes, des eigenen sich über sich selbst klar werden. Trotz und alledem, trotz aller Widerstände, und wir haben uns eine Menge aufgehäuft. Sindbad der Seefahrer. Er war in einem Land oder in einer Stadt, das waren die Vogelmenschen. Die konnten sich einmal im Monat in einen Vogel, nicht in Vögel verwandeln, aber sie konnten auf einmal fliegen. Und Sindbad wollte das auch und hat dann einen Freund gebeten, bitte nimm mich einmal mit, ich möchte einmal das Fliegen lernen. Und der Freund sagt, okay, kommst du einmal mit. Und die beiden erhoben sich jetzt in die Lüfte. Und er, oh, ist das schön, gelobt sei Allah. Und auf einmal Krach, Blitz und alle beiden krachten runter. Und der Freund war ziemlich wütend. Wie konntest du, dass du auf meinem Rücken Allah lobtest? Ja, aber ist das denn eine Sünde? Ist das denn falsch, den Höchsten zu preisen? Da sagte der Freund nur, wer das auf unserem Rücken tut, muss sterben. Nun lebten ja alle beide noch und der Vogelmensch trug ihn dann wieder zurück. Und dann habe ich mich nur gefragt, wie es dann ging, dann irgendwie aus und ist dann irgendwie weggegangen. Und dann war es das auch erstmal. Aber ich habe mich etwas gefragt. Wenn die Vogelmenschen so leicht sind, dass sie fliegen können, und die aber auf einmal anfangen, etwas zu loben, was eindeutig Beschwernis mit im Gepäck hat, ja, dann wundert es mich, dass sie runterknallen. Dann wundert es mich nicht, dass sie runterknallen. Seht ihr, etwas ist gut, wenn ihr etwas Gutes draus macht. Etwas kann beschwerlich werden, wenn ihr es beschwerlich macht. Seht ihr, ich glaube unseren Islamisten oder Islamangehörigen ja, dass ihr Allah so unglaublich gut ist, oder dass sie zumindest glauben, dass es da gut ist, aber sie machen, und das ist nun mal nicht von der Hand zu weisen, unser Islamismus bringt uns eine Menge Schwierigkeiten hier in diesem Land. Eine Menge. Die Menschenverachtung ist überall gleich, im Katholizismus genauso wie bei den Muslimen, wie auch bei den Evangelien und wo auch immer. Ihr macht aus etwas vielleicht sehr Gutem etwas unheimlich Beschwerliches. Und das ist auch das, was ich an den Kirchen und so weiter so auszusetzen habe. Denn die Menschenverachtung ist überall gleich. Es geht schon damit los, dass die Katholiken nichts wären, wenn sie nicht ihre Frauen andauernd verdammen würden. Und sie zu etwas machen, was letztendlich ganz unten kriegt und letztendlich auch, was soll's, Frau ist von per se verdammt, also was soll's. Die Frauen sind eh schlecht, also was soll's. Und ich kannte eine Menge Leute, die so waren. Unter anderem auch einen Frauenarzt. Der war die Menschenverachtung pur. Das ist kein Witz und das ist keine 20 Jahre her, dass ich den kannte. Ja, doch, keine 30 Jahre her, ist besser. Ein frauenfeindlicher Gynäkologe. Ich habe mich sowieso mal gefragt, was ein Mann überhaupt als Gynäkologe irgendwo zu suchen hat, aber was soll's. Ich will damit sagen, wenn ein Mensch menschenfeindliches Denken hat, Missachtung, Geringschätzung, Verächtlichem, Verachtung, Bösartigkeit, dann interessiert das überhaupt nicht, welches Etikett er dem Ganzen aufklebt. Und das tun in diesem Land wie überall sehr viele Menschen. Und wie schon gesagt, es sucht sich seine Ventile. Menschenverachtung, Missachtung, Geringschätzung, Entwürdigung, Verächtlichkeit. Tja, wo könnte sich das prächtiger entfalten als in einem rassistischen Denken? Als in einem frauenfeindlichen Denken, also mit anderen Worten, einem menschenfeindlichen Denken. Wo findet man sie besser als da? Gehässigkeit findet immer seinen Weg. Und die meisten Menschen, die so etwas betreiben, sind gehässig. Eigentlich sind es alle. Und Gehässigkeit findet immer ihren Weg.
Und ihr wundert euch. Ihr sagt ihm den Kampf an, ach ja, indem ihr euch an irgendwelche Straßen kettet und damit ein Verkehrschaos verursacht und so ein Rettungswagen nicht durchkommt und ein Leben, was du jetzt zu retten wäre, dann verfehlt. Ich halte viel von Gottes Gerechtigkeit, das kannst du mir glauben, denn die funktioniert hervorragend, die funktioniert fantastisch. Also ich weiß, dass eine Energieströmung immer seinen Weg findet. Eine Energieströmung findet immer ihren Weg und zwar zielsicher genau dahin, wo sie auch hingehört. Du glaubst es mir nicht. Du kennst es nicht. Du wirst es kennenlernen. Das heißt, du tust es bereits. Du hast ja jeden Tag damit zu tun. Verstehe es. In Auerbachs Keller sagte Mephisto nur, glaube nur. Ich sage dir hier nur, verstehe nur. Hier fällt nicht eine Stricknadel auf den Boden, ohne dass sie nicht einer Gesetzmäßigkeit folgt. Und nun gar wir. Ich gebe ja zu, dass das für viele Menschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber sie werden es kennenlernen müssen. Dein Licht muss in dir aufsteigen. Es muss dich befreien können. Es muss deine Gedanken in einen Strom lenken können, der, sagen wir mal, dich Dinge vorfinden lässt, die du auch wirklich vorfinden willst. Im Augenblick scheinen aber viele mehr Zank und Streit vorfinden zu wollen. Ja, das ist ja nicht meine Schuld. Also, was habe ich denn da noch, was habe ich da noch zu suchen? Nichts. Ich präsentiere euch das nur, ich sage euch das nur. Ich teile es euch nur mit, weil ich einfach schlechterdings nichts davon habe, es für mich zu behalten. Ich meine, ich kann es euch erzählen, ich kann es auch lassen, aber es ändert sich für mich ja nicht viel. Denn siehst du, wenn du glaubst, dass ich das hier mache, weil ich mir eine große Chance ausrechne, dass mir das später mal von anderen viel Ruhm und Ehre einbringt, naja, also ich weiß ja nicht so recht, also da wäre ich schon etwas vorsichtiger mit. Weil ich auf Beifall relativ allergisch reagiere, wenn mir Beifall von Menschen gezollt wird, die ich nicht leiden kann. Von den jetzigen Zuhörern weiß ich das nicht. Ich kenne euch ja gar nicht. Also von daher kann ich nicht sagen, ob mir das recht wäre oder nicht. Ich kann nur sagen, ich lasse den Dingen seinen Lauf, aber sorge dafür, dass meine Gedanken mein Licht erhellen. Und damit meine ich jeden Gedanken, der mir kommt. Auch beim Geschirrspülen. Auch wenn ich nicht weiß, ob meine Milch noch reicht oder wenn ich weiß, ob ich noch genug Butter am Katzen habe oder wie auch immer. Meine Gedanken erhellen mein Licht, basta. Und tun sie immer. Und meine Energieströmung findet seinen Weg genau dahin, wo ich sie auch dann hinhaben will. Und diese Entscheidung zu treffen, kann jeder Mensch. Das ist nicht ein paar wenigen Auserwählten vorbehalten. Viele sind gerufen, wenige wählen es zu hören, oder viele sind gerufen, wenige sind auserwählt, so heißt das doch, ne? Alles Quatsch. Alle sind gerufen, aber nur sehr wenige wählen es zu hören, und zwar auf sich selbst. Solange du andauernd noch an irgendeinen Gott glaubst, oder an irgendeine Kristallin, Jesus Christus glaubst, oder an Mala, oder an Manitou, oder Jehova, oder wen auch immer, nützt dir das nicht sehr viel, wenn dein Verhalten sich, sagen wir mal, es verhindert, dass du das jemals antreffen wirst. Glaubt ihr denn wirklich, dass Juden, die da an der Klagemauer stehen, auf ihrer Seite natürlich, die Frauen sind eh der letzte Träger, so können aber woanders stehen irgendwo, glaubt ihr denn wirklich, dass die Verachtung, die Juden den ihren Frauen gegenüber beweisen, dass die ihren Jehova finden lässt? Deutsche Piepen! Ich muss es verstehen, dass alles, was ich vorfinde, ich nur vorfinde, weil es mit meinem Geist identisch ist. Und das gilt auch für Menschen, die im Gefängnis sitzen. Das gilt für Menschen, die geknechtet werden. Es wird ja immer so angeprangert, die Sklaverei hier in Europa. Nicht, wenn Menschen da versklavt werden. Jeder findet das vor, was seiner eigenen Energieströmung entspricht.
Das ist die himmlische Gerechtigkeit und vor der habe ich einigen Respekt. Ich würde mir nicht anmaßen, ich würde es mich nicht trauen, diese Gerechtigkeit, die ja in uns allen wirkt, anzufechten oder mit ihr zu diskutieren. Ich würde sowieso auf verlorenen Posten stehen. Ich kann auch mit einer göttlichen Gerechtigkeit oder meiner himmlischen Gerechtigkeit oder ich kann auch mit Licht per se nicht diskutieren. Wenn ich es selber verdunkle, dann kann das Licht nichts tun. Aber wird dafür sorgen, dass ich ziemlich weit davon entfernt bin, damit ich dann niemanden belästige. Richtig so. Richtig so. Und ich habe mit mir nicht das geringste Mitleid. Ich habe sowieso kein Mitleid mit anderen Mann. Mit mir schon gar nicht. Wenn ich feststelle, ich kann jemandem helfen und da ist dann in der Lage, seine Gedanken wieder ein bisschen besser zu formen, dann tue ich das. Aber ich bin nicht bereit, Unrecht zu unterstützen. Auf gar keinen Fall. Nur über meine Leiche. Naja, okay, die 2 Minuten werden sie dann alle gerne warten, aber ich habe nichts dagegen. Ich habe was dagegen, dass man Menschen quält. Ich habe was dagegen, dass man Menschen leiden lässt. Ich habe was dagegen, dass man Menschen zu einer Tortur zwingt. Wozu soll das gut sein? Ich habe es bis jetzt nicht begriffen. Vielleicht erklärt es mir jemand. Aber die einzige Erklärung wäre dann wahrscheinlich die, weil es denen Spaß macht. Und jetzt frage ich mich, was sollte mir daran Spaß machen, jemanden zu quälen? Was sollte mir daran Spaß machen, jemanden umzubringen? Was sollte mir daran Spaß machen? Die Antwort ist, keinen. Also, wo werde ich nicht sein? Na, da, wo man Menschen quält. Diese Entscheidung kann aber jeder für sich selbst treffen. Und er muss es so. Sagten wir nicht, wir wollen alle frei sein? Wir wollen alle selbstbestimmt sein? Haben wir das nicht irgendwie mal gesagt? War da nicht so was? Ich glaube ja, ne? Und es hieß, glaube ich, nicht, wir wollen alle frei sein, zu bestimmen, was andere Leute zu finden haben. Das war damit nicht gemeint. Scheinen aber viele zu glauben. Das scheinen wirklich sehr viele zu glauben. Natürlich wollen wir alle frei sein. Wir wollen frei sein, zu bestimmen, was der andere, was dem anderen gut tut. Also von so einer Idee, von so einer Maschinerie melde ich mich ab, weil das taugt wirklich sehr wenig. Okay, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuhören und komm gut hin. Und ich wünsche dir wirklich eine wirklich super gute Zeit. Es tut mir leid, dass das sich hier immer irgendwie doch wieder zu wiederholen scheint, aber es wiederholt sich ja auch. Das kann ich jetzt bis dort hinaus sagen und das tue ich wahrscheinlich auch. Ich dumme Sachen sage. Aber ich finde, wir sollten diesen Mechanismus begreifen. Und ich hatte in meinem letzten Stream hatte ich das auch gesagt. Es wundert mich eigentlich gar nicht, dass ich immer wieder diesen Song im Kopf habe, Daylight comes and I wanna go home. Ich meine, ich merke es einfach, das Licht steigt in mir auf. Ich werde immer befreiter, ich werde immer leichter und es freut mich auch immer mehr. Und immer weniger stört mich. Das ist gut so. Daylight comes and we wanna go home. Es geht mir auch so. Es geht uns allen so. Irgendwann nervt es. Und das ist auch genau da, wo die meisten, der Allerwerteste auf Grundeis geht. Denn seht ihr, all das, was ihr früher immer so großartig gefunden habt, unsere Medienstars, unsere Vordenker, nehmen wir mal so einige, Wagenknecht, Precht, Illner, Lanz und also, die ganze Riege da, die euch allen erzählt, was ihr doch bitte mal zu denken habt. Den geht der Allerwerteste auf Grundeis. Was ist denn da auf einmal mit ihren klugen Reden? Wer hört denn da überhaupt noch zu? Daylight comes and we wanna go home. Ja. Was ich gestern über die Bischöfe, Priester und sowas zu sagen wusste, kann man eigentlich ausweiten auf alle. Seht ihr, da habe ich euch doch erzählt, dass wenn man das einem Priester sagt, dann würde der sagen, wieso?
Was wird denn dann aus meinem kleinen Schäfchen? Denn der braucht eine Schafherde. Der muss das haben. Der muss seine Gläubigen, der muss seine Gemeinde, seine Kirchengemeinde auch als einen Haufen Schafe betrachten, die er doch bitte zu leiten hat. Und er ist doch derjenige, der hier die Regeln aufstellt. Also eine gute Frau mag ja noch irgendwo da ganz unten da, oder ganz hinten an der Kirchenbank noch Platz finden. Und aber auch nur, wenn sie dann die Fußbinde scheuert und seine Stiefel putzt, wo er natürlich eine nach Gelugus ihr dann die Stiefel ins Gesicht wirft. Wenn er dazu Lust hat, da ist er bloß eine Frau, das ist so seine Vorstellung. Aber jetzt auf einmal wandelt sich was, auf einmal beginnt die zu begreifen. Der Wurm beginnt sich nicht zu winden, der beginnt sich zu befreien. Und auf einmal taugt sein Gefasel da von der Kanzel nichts mehr. Und alles geht geschlossen weg. Und er, ja, aber was ist denn mit meinen Schäfchen? Was ist denn mit meiner Gemeinde? Die brauchen doch Führung, die brauchen doch meine Führung. Ich muss ihnen doch sagen, was gut für mich ist. Wenn es ihnen sagt, dann sind sie doch alle ganz verwirrt. Was wird denn aus ihnen? Und auf einmal stellt er fest, dass sie sehr gut ohne ihn klarkommen. Und dann wird auf einmal ganz leise: Was wird denn aus mir? Und das gilt für eure Ärzte, das gilt für eure Psychotherapeuten, das gilt für eure Coach. Diese, ach, ich bin der Coach für die Menschen und sowas alles. Es gibt ja haufenweise davon. Ganz leise auf einmal: Was wird eigentlich aus mir? Allen habe ich gesagt, was sie mal besser zu tun haben sollen. Das muss auf die gar nicht zugetroffen sein. Das muss auf die gar nicht zutreffen. Aber er selber? Was wird dann aus denen? Und das kann für viele Menschen im Desaster enden. Darum tut mir das auch so weh. Mir tut das oft sehr weh. Wenn ich merke, dass Menschen sich verrennen, weil sie ihren eigenen Geist nicht mehr kennen. Weil sie sich selber nicht mehr kennen. So weit dürfte es nicht kommen lassen. Wirklich nicht. Ihr müsst euch selber wieder anfangen und ihr kriegt euch wieder. Ihr seid eigentlich sehr nett und seid auch sehr freundlich zu euch. Also wird da schon alles gut gehen wieder. Aber höre bitte auf dich und messe deinen Gedanken jeden guten Wert zu. Deine Gedanken wollen dich nicht veralbern, deine Gedanken wollen dich nicht in die Patsche reiten. Du hast auch ein Gefüge mitgekriegt. Und wenn du ganz genau weißt, du hast bei irgendwas ein blödes Gefühl, dann lass es ganz. Du bist dir selber der beste Ratgeber. Je höher deine Schwingung ist, desto besser ist dein innerer Ratgeber. Und du kriegst dich selber wieder frei. Was Besseres gibt es doch nicht. Ich wünsche dir wirklich eine gute Zeit, eine wunderschöne Zeit. Und lauter, lauter gute Gedanken. Alles Gute dir.